Unsere Aufklärer glauben, Al-Assad in einem Gebäude am Westrand der Stadt gesehen zu haben. Wir müssen den Randbereich sichern und Al-Assad schnappen. Hurra, dann los! Die Küste kommt in Sichtweite. Verstanden, Striker 6-4. Trockene Füße in 10 Sekunden. Verstanden. Wir stehen unter Beschuss. Verstanden, wir haben Raketenwerfer da unten. Auch sehr cool gemacht. Flieger ohne niedrig, ey. Aber ist ja auch nur ein Spiel. Guck mal, wie tief die da rechts fliegen. Guck mal. Ja. Der wischt die ein oder andere. Ja, und dann werden wir noch mal ein paar. Das ein oder andere Palmblatt wedelt die durch die durchs Gesicht. Raketenwerfer werden noch ein bisschen abgefeuert. Ach, machen wir jetzt den Topf. Abseilen, los, los! Und wieder wird abgeseilt. Los, los, los! Candy Crush Level 648. Punkt 2 mit mir zum Zielgebäude. Die Blockadestellungen errichten! Los! Das ist auch cool, dass sie so den Weg, weißt du, so diese Illusion halten, dass sie da so die Räte ziehen. Ja, dass du dann halt nicht mehr durch kannst, ne? Oder die Feinde. Da kommen die Jungs. Wir suchen also Khaled Al-Assad. Ladung zünden. Gehen rein! Gehen rein! Sicher! So wird das gemacht, Jackson, Jungs. Geh vor. So wird das gemacht. Den Überraschungsmoment ausnutzen. AK-47 war ja klar. Das beste Gewehr überhaupt. Schnipp sie aus, die Brüder. Ach, das sind wahrscheinlich auch alles Brüder. Halt die Klappe. Ey, schon wieder. Deswegen musst du nicht gleich auf einen von uns ballern. So. Wechseln. Oh. Boah. Der sich einfach hat eine Granate fallen gelassen, der Asi. Ja, kennst du ja, ne? Machen die heutzutage auch mal gerne. Oder vermehrt oder immer schlimmer. So. Jungs. Die AK-74U, die fand ich im Multiplayer so geil. Ja, und schlagbar die Waffe. Jackson, wir machen eine Shotgun. Genau das. Mal eben ein paar Jungs wegpumpen. Sollten wir also jetzt auf Facebook posten, am Pumpen, dann meinen wir nicht die Scheiße, die viele andere Leute schreiben, um anzugeben, sondern wir pumpen richtig. Wir pumpen den Leuten das Gehirn und die Gedärme vom Körper. Wo denn? Wir müssen alle Personen überprüfen und so Al-Assad identifizieren. Hier ist er nicht, Sir. Kein Zeichen von Al-Assad hier, Sir. Was sind die? Hauptquartier, hier Red Dog. Was? Zielgebäude gesichert, aber kein Al-Assad. Over. Hast ihn gerade direkt in ihre Arme gelockt. Ja. Achtung, ich habe eben erfahren, dass Al-Assad einen halben Kilometer östlich von hier aus einer Fernsehstation sendet. Cool. Wir gehen zu Fuß hin und erledigen das Paket dort. Bewegung. Ist doch mal so krass, wie die das so ausdrücken, ne? Wir erledigen das Paket. Es wird gar nicht mehr von Menschen gesprochen, sondern das Paket. Wow! Okay, wir haben es gemerkt. Oh. Das war knapp. Man merkt auf jeden Fall, dass Janea nicht diese Nachladekrankheit hat, die bei mir ja ganz, ganz schlimm ist. Ich versuche ja schon mal nachzuladen, obwohl ich mal einen Schuss abgegeben habe. Warum treffe ich den nicht? Yeah. Warte mal. Yeah. So sieht's aus.
Schon voll der Haufen hier. Ein Leichenberg. Boah. Hättest du auch zurückwerfen können? Ja, ich weiß, aber es ist schon. Aber das ist immer gefährlich. Also man macht mal, dann steht man noch wieder einen kleinen Tacken daneben und dann. Schon erwischt es ein. Im Nordosten! Ey. Call of Duty. Ja, ich habe ja damals schon Call of Duty 3 vorher viel gespielt. Also ich habe damals sowieso sehr viel Ego-Shooter gespielt. Modern Warfare habe ich sogar dual gespielt. Ich habe den Multiplayer auf PC gespielt und auf Konsole. Echt? Ja. Wenn ich so weitermache, sterbe ich jetzt gleich. Ja, das hört sich cool an, wie die Schüsse dann so einschlagen. Ja, seine Armee scheint sehr groß. Der Feind auf offener Fläche. Oh fuck. Oh. Sind wir blind? Ich bin aber wieder zurückgegangen. Ja, sehr nice. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass ich zurückgehe. Vorsicht beim Feuern! Da kommen Verbündete! Feindliche Truppen! Von wo schießt er denn? Von oben? Weiß es nicht. Und deine Leute formieren sich jetzt auch schon wieder hier. Sehr schön. Erreicht. Kontrollverlust erreicht. Das sowieso immer. Ja, da hatte der Name damals noch Bestand Multiplayer. Da hatten die Leute vor dem Namen Kontrollverlust noch ordentlich Schiss. Bisschen. Wir hatten damals wirklich einen Namen. Also es gab viele Leute, auf die man immer wieder getroffen ist und die sich dann eingeschissen haben oder gesagt haben, oh nein, Kontrollverlust. Ja, oder sind schon vorher aus dem Spiel rausgegangen. Ja, das war... Gott, scheiße, ey, wir waren damals echt gut. Aber es kostet halt so immens Zeit. Und ich bin halt auch jemand, der gerne unterschiedliche Spiele spielt. Ah, hier. Und noch eine gefunden. Ich glaube, das könnte gar nicht mehr so schlecht sein. Ja, ist auf jeden Fall ein wohl nicht so ein schlechtes Plätzchen. Ich denke, ich muss auf die Wände schießen. Ich habe trotzdem seinen Schädel verteilt. Überall die rücken auch nur vor, wenn ich vorstoße, ne? Ja. Ja, überall die Fernseher, auf die ihr sendet. Die Map ist das auch. Jetzt weiß ich, welche Map das ist. Ja, und Ziel ist, die Fernsehstation, wo er sich ja aufhalten soll. Los, komm nach oben. Wir haben Scheiße. Sieh mal die Köpfe, wie sie wieder zurückfallen. Vorsicht beim Feuern! Da kommen Verbündete! Da kann ich nach rüber. Feinde! Mann am Boden hier! Da hat einer neben uns gefallen. Ich hab gar nicht so in Erinnerung, also das sieht alles... Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man das weitläufig bezeichnen kann. Scheiße, oh. Boah, das war aber noch Glück. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Und einfach hoffen, dass jetzt keiner irgendwie kommt. Boah. Also ich meine, weitläufig ist wahrscheinlich noch was anderes, aber man hat hier trotzdem immer noch so ein bisschen Platz zu entscheiden, wo man lang gehen will. Ja, na, dem blauen Auto
Scheiße, da hat es uns dahin gerafft mit so einer verkackten Granate. Oh, fuck, ey. Ja, die sind gerade, wenn man auf Hardcore spielt, unglaublich übel. Richtig übel sogar. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Kommen wir zurück. Boah. Ja, die können auch zurückwerfen. Muss auch tierisch aufpassen auf brennende Autos. Ja, genau so. Wo rennt er denn hin? Er geht irgendwo nach oben. Ja, das meinte ich so gerade mit, dass man sich hier doch noch ein bisschen aussuchen kann, wo man lang gehen kann. Ja, stimmt. Es gibt nicht nur einen Weg. Finde ich ganz cool. Hatte ich auch gar nicht so in Erinnerung. Ich dachte wirklich, dass wir alles. Hier aber auch von hinten, ne? Da oben immer noch. Ja, durch den, dadurch, dass du eben. Boah, ich verstehe nicht, wieso meine Kumpels da. Ja, die sehen ihn vielleicht. Ich meine, kann man ja so erklären, weil die Tür ist ja anscheinend hinter dir aufgegangen. So, das kriegen die dann ja auch nicht sofort mit. Ich meine, ich finde es gut, dass deine Kumpels überhaupt reagieren. Ich glaube, auf Hardcore passiert einfach gar nichts mehr. So, das war ein Raketenwerfer. Sehr schön. Das hast du gerade sehr schön gemacht mit dem Blend. Oh, das war knapp. Ich glaube, wenn er mit der Schrot losgeballert hätte, hast du auch nur noch rot gesehen. Boah, ich möchte ganz ehrlich nicht wirklich im Krieg sein. Ich glaube, weißt du, wenn du nicht absolut organisiert bist, dann ist es. Boah. Weil du musst ja eigentlich schnell reagieren. Ja, schon, aber das ist ja, das kannst du niemals vergleichen. Also es ist ja. Wenn ich da rumrenne, kannst du das wahrscheinlich sehr wohl vergleichen. Ja, okay, aber ich meine damit, du läufst da ja jetzt nicht so durch wie wir jetzt hier. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Muss jetzt hier irgendwo rein, oder nicht? Du hast eine Markierung unten. Also die haben auch gerade einmal schon angemerkt, da ist es auch, der Fernsehsender. Gut, in Position zum Stürmen gehen. Los jetzt! Jetzt geht's auch noch bei uns in echt los. Ja. Wir sitzen hier wieder am Zocken und kriegen nichts um uns herum mit. Und los! Gehen rein! Los! Gelangen Sie in die erste Etage. Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! Er schießt ihn einfach, schießt einfach auf den und ja, gut. Rennen wir mal weiter. Ja, vielleicht ist das einer von den Soldaten, der mit uns mitgehen muss, um die Behindertenquote hochzuhalten. Ja, ich weiß, das ist natürlich gemein, aber wir haben es uns ja zum Ziel gemacht, dass wir nicht nur uns auf eine Randgruppe beschränken, die wir beleidigen, sondern dass wir alle Randgruppen beleidigen. Weil ich habe mir sagen lassen, dann ist es nicht so schlimm.
Und ich lasse mich ja auch mal ganz gerne beleidigen. Also lasst einen Hate da, wenn ihr wollt. Aber nur vielleicht wenn ihr wollt. Normalerweise, oder vielleicht nehme ich mir auch die Zeit, darauf zu reagieren, so wie für meinen ersten Hater, für den habe ich mir, glaube ich, sage und schreibe 4,5 Stunden Zeit genommen, um dem einen ja, reinzuficken, will ich schon sagen. Ja, ich habe ihn gefickt. Oh, das Telefon klingelt. Wo? Denn vor uns liegen wahrscheinlich hunderte von Telefonen. Wow, jetzt kommen die von überall. Von oben, unten. Gefährlich, gefährlich. Ja, und kann man auch leicht den Überblick verlieren. Hat er gerade gesagt, Knie nieder? Nein. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn alle dann gleichzeitig niederknien. Richtung Osten? Halt den Körper. Du musst es doch wissen. Konzentrieren. Gut, Knie nieder, das sagen die bei den Katholiken auch. Das sagen immer die Pastoren zu den Messdienern. So. Schöner Scheitel, schöner Scheitel. Fragt sich also, was von beiden denn schlimmer ist. Beten oder angebetet zu werden, erzwingen. Ich muss auf den Bildschirm gucken, Johannes. Ich denke, ja, aber du zerschießt ja hier alle. Nee, hast du den Treffer nicht gesehen? Ja, klar. Sehr schön. Pflanze, Pflanze, Kaktus. Nee, da war einer. Nee, ich meine bloß, denn im Hintergrund. Da ist der Kaktus, da ist eine Pflanze. Ey, verpiss dich. Also ich glaube, du musst sowieso mal weiter vordrängen, weil ich weiß nicht, ob die Gegnerwellen sonst unendlich nachkommen. Das war auf jeden Fall bei Modern Warfare 2 und 3 ganz krasser Fall. Bei Modern Warfare 2 konnte ich sogar fast durchs komplette Spiel rennen, ohne jemanden zu töten. Boah. Gut, dass du nicht alle Monitore weggeschossen hast. Also bei Modern Warfare 2, da konnte man so durchlaufen. Da konnte man an 30 Gegnern vorbeilaufen und wenn man dann den Kontrollpunkt erreicht hat, waren auf einmal alle weg. Ja. So habe ich das auf Hardcore auch gemacht. Das sind immer die Cheater, Leute. Wieso cheaten? Ne? Wenn das Spiel mir das quasi so vorgibt. Ich meine, solche Szenen sind natürlich hier auch hart, ne? Weil wenn du dich ja schon sehr weit vorgekämpft hast und dich dann streckt dann noch einer, boah, so wie jetzt, streckt dich dann noch nieder, dann musst du die ganze Kacke nochmal spielen. Ach boah, so! Alter! Hast du jetzt aber noch schnell genug geschaltet? Ich hätte jetzt nicht mehr. Also ich dachte, wäre da um eine Ecke. Boah, da muss man auch drauf aufpassen, dass die einen nicht treffen beim Hauen bzw. Messern. Ich glaube, dann ist man auch instant tot. Oh, und darauf muss man auch aufpassen, dass man nicht den eigenen niederstreckt. Denn auch dann muss man das Ganze wiederholen. Gar nichts wiederholen. Deswegen spielst du ja auch. Das Problem ist ja auch schon immer beim Zurückwerfen, dass man gar nicht weiß, wann die gezündet worden ist. Genau. Raum gesichert, rauf. Al-Assad müsste im ersten Stock sein. Okay, ich glaube, hier ist es tatsächlich noch nicht so, dass man Punkte erreichen muss. Sondern dass man wirklich die Gegnerwellen alle komplett ausschalten kann. Ja, da kommen unsere Jungs! Das finde ich das Ätzendste an allen Kriegsspielen. Feuer einstellen! Da kommen Verbündete!
Kein Zeichen von Al-Assad, Sir. In Ordnung. Einfallen, Marines. Ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig. Krieg ich das hin? Ja. Genau, ich nehme die Raketenwerfer mit. Vorsicht! 6 Uhr, Devil Dog! Wir befinden uns jetzt im ersten Stock. Sogar schon vielleicht im zweiten. Ja, jetzt gleich. Das heißt, wir müssten uns dem Ziel ja allmählich nähern. Ist auch cool, dass hier im Hintergrund so viel passiert. Ja. Also es kommt alles schon ziemlich realistisch rüber. Haben sie sich auf jeden Fall gut überlegt. Wieder mal. Ich glaube, er ist da drin. Ich höre ihn. Und los. Sicher! Hier ist nämlich nicht, das ist eine Falle. Es ist eine Schleife. Das ist eine Aufzeichnung. Ja, yeah. 1-0 für die militärische Aufklärung. Griggs, mach den Scheiß aus. Verstanden. Ich habe eh was Besseres. Kommando, hier Red Dog. Kein Zeichen von Al-Assad. Das war eine Aufzeichnung. Over. Ja, hurra. Verstanden, Kommando. Over. Marines, sammeln! Wir haben einen neuen Auftrag. Ausrüstung packen und bereit machen zum Abzug. Los geht's!